So, wo ist überhaupt mein Ausgang da? Ja, du musst den ja eigentlich auch noch bauen, das kannst du ja gleich machen. Obwohl, ist dafür noch Zeit? Ja, Viertelstunde noch. Ich baue mein Lager weiter aus erstmal. In der nächsten Session helfe ich dir da mit dem Berg da, wenn du das bauen willst. Und dann mache ich meinen Weg. Dann baue ich auch mal was. Oh ja! Ja, und dann wird das vielleicht auch mal aufgenommen. Oh ja! Vielleicht. Krass. Vielleicht. Ah, hier ist doch schon ein Weg. Ah. Gut, dann mache ich einfach mal den Server aus. Ja, genau. Ach du Scheiße. Das Problem, wenn wir so schnell erstmal nicht mehr haben, weil ich so viel Weizen für Brot habe. Das ist nicht mehr normal. Okay, der Bogen liegt drin. 30 Level kann ich machen. Und... ich traue mir nicht drauf zu gehen. Und zu gucken, was da drin ist. Ja, ich habe gerade... ich entferne den Bogen jetzt... nur Effizienz gekriegt. Hm? Ich habe gerade eine Diake mit nur Effizienz gekriegt. Wie viel Effizienzlevel? Also, hier. Ja, das ist aber übelst schnell. Ja, sicher, ich habe aber eine. Ich habe auch noch eine mit Unbreaking drauf. Boah, ich habe auch mit Effizienz hier. Ich werde immer noch nicht. Ich will nicht gucken. Und? Mach doch einfach. Da hat er bestimmt genau das drauf, was ich die ganze Zeit haben wollte. Sepp? Hä? Was wolltest du denn haben? Ich guck, ob ich das hab. Sag einfach, was du haben wolltest, ich guck mal. Power 3, Infinite 1, Feuer 1. Also ich hab Infinite 1, Flame 1 und Power 4. Ja, natürlich. Und das beim wievielten Versuch? Beim ersten. Ja, geil. Wisst ihr das meine? Nicht lustig. Ich find das richtig lustig. Und ich hab jetzt schon drei Bögen, glaube ich, verzaubert. Aber guck mal, das, siehst du, das kann echt vielleicht an den fehlenden Dingern gelegen haben hier. Ja, warum? Der Titel hat das jetzt genauso gemacht. Ich hab gerade auch eine Kackverzauberung gekriegt. Also im Prinzip. Also ich finde, nur Effizienz drauf zu haben, ist jetzt nicht so pralle. Nee, geht. Ich hatte davor, also ich hab eine Spitzhacke mit Unbreaking 3 und eine mit Effizienz 4. Wie geil ist das denn? Vor allem, ich habe Power 4, weißt du? Du wolltest 3 haben, ich habe noch 4. Ja, ob jetzt 3 oder 4, ne? Ja. Besser ist natürlich 4, das ist klar. Voll geil, Alter. Richtig nice. Wie gut ist das denn? Boah, ich will gar nicht wissen, wie viel Dreck ich habe, wenn ich hier alles abgebaut habe. Infinity heißt jetzt, dass er die Pfeile so schnell machen kann, ne? Ja. Nee, du hast unendlich Pfeile. Du musst aber einen mitnehmen. Du brauchst einen Pfeil im Inventar. Stimmt. Ach, wie nice, Alter. Wie nice ist das? Freut sich wohl ein ab. Bei mir ist das bestimmt die nächsten 30 Versuche immer noch genauso. Aber was brauche ich nochmal, um den zu reparieren? Strings, ne? Ja. Tja, gut, dass ich die mal weggeworfen habe. Ich hab genug von, ey. War ja da in dem Spinnencave. Ja. Also ich finde das sehr, sehr nice. Ich tausche einen Diamant gegen einen String. Ja, genau. Mach ich sofort. Nimm ich mal aus, Alter. Weil der Titel hat so viele Diamanten, wie ich Strings hab. Ist echt so. Nee, aber ich hab voll viele Strings. Mehr, also ein paar Stacks. Ich baue jetzt mein Lager aus. Ja, ich hab 4 Stacks. Strings. Wie geil das einfach ist, dass ich das bekommen hab. Das finde ich so geil gerade. Ich hab voll viele Strings bei sich zu Hause. Ja, das ich wasche die nicht, ich geh einfach immer weg. Ich zieh einfach immer neun. Ja, Titte, wenn du da, oder wenn ihr Strings braucht, ihr habt keine mehr, dann guckt da. Geht da einfach bei mir im Lager rein und ganz hinten rechts. Die, also ganz hinten rechts in der Ecke, die mittlere Kiste, da sind die Strings drin. Jo. Dankeschön. Geh ich gleich mal hin, alles grieven. Wir ein String pro Woche rausnehmen. Pro Woche. Dann warten wir mal, hier bis die Kacke hier so fertig ist, so immer so die Kacke so. Ach, ich hätte mal meine Hau holen können, meine Hau. Klar, und deine Hau. Meine Hau. Meine Stone Hau. Meine Haue. Aua, nicht hauen. Ich muss gerade mein Lager mal hier jetzt halt weiterbauen. Meins ist fertig soweit. Ach, ich wollte. Nee, das mache ich. Ich mache das in der nächsten Session mit dem Ender. Mein Gott. Enderperlen-Dingens da. Ei, oder was das da ist. Ah, ekelhaft. Ekelhaft? Obwohl, weißt du, was gut ist?
Obwohl, er verbraucht zu viel Leben, glaube ich. Ich wollte das Ender-Ei benutzen, wollte gucken, wo das hinfliegt und mich dann mit einer Enderperle dahin porten. Aber wenn ich dann auf den Boden aufklatsche, verbraucht das ja voll viele Herzen. Egal, wenn du dein Nahrungsding voll hast. Ah, hier ist das einfach. Da ist jemand begraben worden, haben die Leute geschrieben. Hier ist nämlich so ein Kreuz auf dem Boden. Das ist ja einfach so random gewesen. Hier liegt der, wer liegt denn hier? Meine Mama. Der Banda liegt hier. Das sieht so behindert aus. Da hinten. Mit diesen komischen, weiß ich, was das sein soll. Das ist wie so ein Laternenberg. Keine Ahnung. Der Sepp da hinten da. Laternenberg. Rechts muss da auch noch was draufbauen. Das sieht so behindert aus. Ich bin gerade links, da beim TT. Ich kann von mir aus jetzt schon das Dorf sehen, was ich gebaut habe. Du bist aber nicht so, dass du mich sehen kannst, ne? Ah. Er da hinbaut, ne? Ja, ich umrande gerade den ganzen Berg. Ja, der übertreibt das voll. Da denn, noch nix. Ist noch nix. Gleich einmal gucken, ob der Titel, beziehungsweise ob und was der Titel da gebaut hat. Wenn er denn dann schon mal was gebaut hat. Ich habe noch nicht wirklich viel gebaut. Aber hast du meine Häuser gut. Schon gesehen? Da ist noch mal wieder drinne. Naja, ich komm gleich mal gucken. So, warte, wir haben jetzt noch 7 Minuten. Kann ich ja dann mal eben kurz mal gucken, was du da so gemacht hast. So, das Eisen haben wir wieder drinne, das ist schon mal gut. Also nicht wirklich was verloren, mehr so ein bisschen Gewinn gemacht. Und Level 12 haben wir schon wieder. Richtig retarded hier. Ich baue Berge ab und erhöhe da mit dem Dreck, weil ich da gefarmt habe, dann irgendwo anders dann halt den Boden. Voll geil, so habe ich nie Inventar voll oder leer. Bob, der Baumeister. Auf zum Titel. Ich komm mit! Ich lauf dahin. So. Da können wir ja so schön. Alter! Boah. Ey! Dann liegt überall Dreck rum. Ja, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part, zumindest versuchen wir das, den Treppenabgang vom Verzauberungsaltar runter zum TT zu bauen. Mit dem TT zusammen. Ja! Also freut euch auf den nächsten Part, das wird herrlich, man sieht den TT bauen. Der hat ja schon was gebaut. The fuck? Der hat nicht nur Crafting Tables gebaut und Öfen ausgegeben, ne? Der hat tatsächlich irgendwelche komischen Holzbrocken hier hingebaut. Ohne Boden und ohne Sinn. Ach so, die Dinger, jo. Ach man! Wie liebevoll ich das hier ausdrücke, was der TT gebaut hat. Ja. Der gibt sich hier voll Mühe, so Dinger einzuhauen und ich dann nenne das einfach mal Holzbrocken. Wo ist dein Lager? Hier hinten? Die Treppe runter oder was? Die Leiter? Mein Lager ist geheim. Ach, ich weiß wo. Guck mal, sag mal, Lager ist geil, da weiß ich nicht. Ja. Warte mal, warum? Ja, klar, dass er wieder untergeht. War klar, dass man Lager ein. Oh, jetzt hab ich deine Leiter kaputt gemacht. Hallo! Ey, was machst du gemacht? Selbst du bist mal behindert, du musst es einfach nur oben was wegbuddeln, wenn ja, ich weiß. Ja, aber das war jetzt wieder ein anderer Gang. Alter, was hat der denn hier gebaut? Wiener Chase! Ah, natürlich, TT. Warte, hier unten! Wie ist das? guck dir das mal an, Alter! Oh, kann man ja ein bisschen gräben so? Ne, Sepp, guck mal hier! Hier, das ist die Kiste, wo viel drin ist. Oh, cool. So eine Ey! Bist du behindert? Ey, gib das her! Er da nimmt das Auto. Ey, mach doch mal wieder alles da rein! Da war noch was, mach das doch rein! Wie natürlich, als wenn ich Ja, jetzt ist das nicht mehr sortiert, du Penner!
Ja, voll gut sortiert. Ja! War da irgendwo ein Muster, ein Hakenkreuz eingeflochten oder sowas in das Muster? Voll durcheinander alles drin und er labert von Sortierung. Ich hab... Und hat in jedem Ofen einen 64er-Stick. In jedem Ofen hat der 64er-Stick Kohle drin. Alter, Titi, wie lange hast du denn gezogen? Ja, ey, ich hab doch nichts anderes gemacht als farmen. Ja, der Sepp hat ja gerade aus Versehen Leitern abgebaut. Ich hab mal dahin. Ja. Boah, ich muss gleich home. Ich, ja, jetzt geh ich mal bei dir gucken. Ah, warte, ich lauf. Ja, jetzt muss ich erstmal Cleanstone machen, weil der Sepp da im Weg was weggemacht hat. Ja, wenn du das da so hinbaust. Ja, du hättest oben einfach in der Mitte vom Muster den Block, wo du das Wasser letztens hinsetzen wolltest. Mir war dann klar, dass man da irgendwo wieder einen Block wegmachen muss. So kennt man das davon. Ja. Also TT, wenn du deine Treppe hier runterbaust vom Verzauberungsraum, dann würde ich erstmal die Lava wegmachen. Sonst könnte das böse enden. Aber sagst du, ich hab voll das geile Lager hier unten? Voll schlecht. Da kommt der Sepp. Ja, voll schlecht, den. Meint der. Ich hab ja voll mir die Basis gebaut, so wie man es von mir kennt, auch aus dem alten Together. Ich hab immer so voll die geilen Basen und so. Geil. Ja, Blümchen. Oma Micho, was sagst du zu meinem Lager? Mit der Kiste, den Diamanten. Richtig gut versteckt. Ja, ich hatte keinen Bock, das sieht voll behindert aus, wenn die da so steht. Dann sag ich zu deinem Lager, ja, da waren wir da voll, da waren wir da so typisch. Richtig oldschool. Ey, Sepp, komm mal mit hier rum. Ey, Mitchell, wie findest du mein Lager? Ja, ich finde das sehr kreativ wieder halt. Ich sag ja, das ist halt so typisch TT. Ja. Hab ich nichts erwartet. Ich hab schon ein Markenzeichen gesetzt mit meinem Lagerbauweisen, Mensch. Was sagst du? Meinst du, willst du jetzt hier einfach oben ein Dach drauf machen oder willst du hier noch eine Etage machen? Noch eine Etage. Was soll ich denn hier reinbauen? Keine Ahnung. Ich ja wahrscheinlich alles schon unten rein. Ja, weißt du, was ich da hinbaue? Keine Ahnung, was ich da hin mache. Na, keine Ahnung, gut, ich geh mal bei dir gucken. Ich nehme ja den ganzen Berg mit. Wir müssen ja echt da irgendwie so eine. Oder so da hinbauen. Keine Ahnung, weil das ist voll der Umweg. Das hier ist kein Ne. Ne, nicht das. Achso, bei dir, ja. Meinst du, dass du hier auf der Höhe oder so dann einen Anschluss machst, der da oben zwischen deine Fenster, dann kommt da eine Tür und dann geht das hier rüber auf die Höhe von der Brücke, wie das hier endet. Weißt du? Oh. Und dann kannst du hier rüberlaufen und dann da. Das sieht wahrscheinlich sogar noch recht cool aus. Das können wir von mir aus auch direkt mitmachen, wenn wir dann das vom TT da bauen. Guck mal, das. Wie das Bilder. Dann müsste, dann wird jetzt hier halt eine Tür hinkommen. Oh. Ey! Da war mein. Da wird eine Tür kommen. Mein Werbebild. Dein Werbebild. Ja, nee, das ist ja voll ekelhaft. Der passt doch voll gut hin. Dann läufst du geradeaus, dann hast du hier so eine Brücke quasi, die rüber geht und dann hoch auch an die Treppe anschließt. Ah, aber ich stell mal noch so vor und das sieht voll gut aus. Ich baue das einfach so. Ich baue einfach dein Haus um. Weil ich das dann gut finde. Muss ich das Bild finden? Wenn irgendjemand von euch mir Eisen zum Brennen geben will oder so, ne, kann ich gerne machen. Geht nicht. Weil du da das Loch reingemacht hast, so guten. Mach doch mal zu. Ne, Sepp, wenn du mal ein paar Eisensteaks hast und keinen Bock hast, die zu brennen, kann ich gerne für dich machen. Ja, gib mir das, dann mach ich das eben. Ne, ich mach das schon. Ah, die geile Olle! Nimmt das nicht, warum nicht? Vielleicht ist das. Das war voll selten. Ich hab das auch bei mir gehabt. Ich hab das Bild voll selten gehabt. Nee, hey, ich kann das doch hier drehen. Da ist es! Oder warte doch! Ja. Kannst du das drehen? Wie machst du das denn? Rechtsklick drauf und dann mit dem Mausrad. Komm mal mit. Ihr buddelt euch die ganze Zeit und ich buddel mich nach oben. Ja, ich hab ja auch nicht wirklich tief gebuddelt, ne? Ich hab ja so gebuddelt, dass ich eben so unterirdisch halt Lager bauen kann. Ja, wie gesagt. Weil unterirdisches Lager ist einfach halt so... Nice. ...schöner und flexibler einfach, ne? Oh. Ja, hier, den Berg, da bin ich gerade dran, aber sonst habe ich hier eigentlich bis jetzt alles so begradigt. Ich will mal Licht hier hinmachen, ne? Eine unterirdische Bauweise kennt man ja. Vorsicht, Alter, das ist ein Creeper.
Boah, das war so klar, Alter, warum? Lol, ist nicht der Brot. Das war direkt Brot. Nein, das waren Kartoffeln. Ach so, das ist auch Brot. Sauber. Egal, das mach ich nicht. Bei mir gibt's heute Abend Kartoffeln zum Abendessen. Und ich baue jetzt hier gerade mein Lager halt weiter. Wird halt wieder so ein richtig übertriebenes. Eine Wand mit Öfen habe ich ja schon. Boah. Ja, Fackeln habe ich gerade nicht. Na cool, ich habe noch nicht wirklich viel gemacht, nur hier den Rahmen gezogen. Ja, alles, hast du hier nur alles weggebuddelt? War da schon alles voll, ne? Hier habe ich alles gefüllt, hier war das niedriger. Oh, baue gut. Hier überall die Berge ab und füll das, was zu niedrig ist. Hier hinten muss ich auch noch alles gerade machen. Du hast übrigens ein bisschen Licht hier so, schon mal. Boah, jetzt muss ich da die Stelle wieder reparieren, ist das ärgerlich. Scheiß Creeper, ey. Ganz schön ärgerlich jetzt. Ach, Dreck habe ich sogar dabei. Boah, hat den Loch reingehauen, ey. Heftig. Ja, dann soll ich aber erstmal reichen mit dem Licht. Mein Lager ist so cool. Fertig. Hat eigentlich gar nicht. Das, was am meisten Zeit gefressen hat, war das Begradigen. Ja, kennt man ja. So. Ich würde hier noch Treppen dran machen, das ist voll nervig. So Stünde ist vorbei. Oder Halbsteps. Was machst du hier? Machst du hier irgendwas rein oder bleibt das einfach so? Ja, ich glaube, da dekoriere ich hinterher einfach nur ein bisschen und dann lasse ich das so. The Crafting Table ist sehr gut. Stünde, ja, Stünde vorbei. Ja. Ja, und gut, haben wir Leute. Ein bisschen umgeguckt, was der Tite und der Sepp hier noch gemacht haben, so. Streamer noch ein bisschen und dann gehen wir raus. So, leer gemacht alles hier jetzt. Ach, guck mal, drei Diamanten. Der Sepp hat ja so viele, die kann man ja mal da rausnehmen. So, alles klar. Dann mache ich mal Slash Home. Und dann mal wieder vielen Dank fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.